Landeskammern sind ja grundsätzlich immer Landeskammern. Ja, also es ist ja in unserem Föderalismus ganz normal. Das heißt, wir sprechen jetzt über die Pflegekammer Rheinland-Pfalz. Und in Rheinland-Pfalz selber sind wir durch die Pflegekammer erstmal in allen Ausschüssen, politischen Ausschüssen vertreten. Das ist das allererste Mal in Deutschland, dass wir überhaupt beim Landespflegeausschuss, Landesausschuss für Demenz, die unterschiedlichen Gremien, die auch die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und anderen Berufsgruppen Gesundheitswesen klären, Landeskrankenhausplanung. Hier war bis jetzt Pflege nie wirklich vertreten. Da war, je nachdem, konnte ein Verband mit eingeladen werden oder nicht. Aber zu guter Letzt musste die Pflege nicht gehört werden. Ja? Und das ist jetzt einfach gesetzlich legitimiert über das Heilberufsgesetz. Und das Heilberufsgesetz bedeutet im Endeffekt, wir sind Heilberufler. Und zwar sowohl die Kollegen, die im Altenheim arbeiten, als auch die, die im Krankenhaus arbeiten und in der ambulanten Pflege. Und wir können auch mitreden, weil wir ja in einem System sind. Die Kammer ist ja demokratisch legitimiert. Das heißt, erstmal ging das Ganze ins Heilberufsgesetz und dann gab es eine Wahl und die wird es ja in 4 Jahren wiedergeben. Ja? Und die Personen, die reingewählt worden sind, die sprechen im Endeffekt jetzt für die Pflege in Rheinland-Pfalz. Einfach, wie es in anderen Berufsgruppen abläuft. So, muss ich jetzt einfach mal das Beispiel der Ärzte sagen. Ne? Wie funktioniert das? Da gibt es Berufsverbände, also Fachgesellschaften, die sagen, so und so viele Pflegende brauchen wir im Land. Und die Kammern, so und so viele Ärzte brauchen wir im Land. Und die Kammern setzen das um. Also beispielsweise, kein OP-Tisch darf laufen, ohne dass ein Anästhesist für die Narkose zuständig ist. Das ist eine, genau, das ist eine klare Qualitäts- Aussage, wo die Kammer sagt, ja, natürlich in Zusammenarbeit mit Berufsverbänden, wir wissen, so und so, das macht gute Qualität in der Medizin aus. Und das setzen die im GBA beispielsweise dann um und in der Krankenhausplanung und ähnliches. Und genau das passiert in der Pflege nicht. Du kannst einen OP-Tisch laufen lassen und du brauchst eben nicht die Fachleute aus der Pflege dafür. Und genau für solche Punkte brauchen wir diesen Eingriff in das politische System, so gruselig das ist, weil wir wollen ja eigentlich nur dafür sorgen, dass die Patientinnen und Patienten und die Bewohner im Altenheim gut versorgt werden. Aber wir kommen ja gar nicht an diese Personalschlüssel dran, wenn wir uns da nicht politisch Gehör verschaffen. Wir haben ein Vetorecht, das erste Mal in Deutschland, ja, hat die Pflege ein Vetorecht, was Landeskrankenhausplanung angeht. Das heißt, wenn jetzt neue Betten im Land geschlossen oder aufgebaut werden, gibt es einen Vertreter als direkten Leistungserbringer, als unmittelbaren Leistungserbringer aus der Pflegekammer, der sagen kann, diese Planung ist nicht im Sinne der Pflege. Und dann kommt das nicht durch. Und jetzt wird es natürlich tricky, weil wir haben natürlich Landesgesetzgebung, wir haben Bundesgesetzgebung. Das Thema Personalschlüssel wird im Moment auf der Bundesebene diskutiert. Und trotzdem machen wir von der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz hier genau auch Wind natürlich in Pressemitteilungen und ähnliches, dass wir auch dort gehört werden und einen Standpunkt vermitteln. Und das ist ja so ein bisschen auch das Ziel bis jetzt. Hatte man eigentlich nie so einen richtigen Ansprechpartner. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ein Flugzeug abstürzt, siehst du morgen den Präsidenten der Ärztekammer, der etwas zur Schweigepflicht sagt. Und dann ist das die Aussage der Ärzteschaft. Wenn wir in der Pflege etwas über Personal sagen, wer spricht dann für uns? Ist das dann der DBFK, der vielleicht nur 8% der Pflegenden oder 10 oder wie viel auch immer, also die Berufsverbände, die einen gewissen Anteil organisiert haben, Ist es dann der Altenheimträger? Ist es der Arbeitgeber? Ist es der Berufsverband oder der Arbeitgeberverband? Also bis jetzt hat nie so richtig jemand gesagt, also aus pflegerischer Sicht sieht das so und so aus, wir brauchen das. Wir haben lange darüber diskutiert, wie viele sind das sozusagen. Es ist ja quasi in Rheinland-Pfalz unser Parlament der Pflegenden. Also das sind die, die gewählt worden sind. Du hast dich ja damals selber zur Wahl gestellt. Also, dass wir auch tatsächlich unsere sehr bunte Pflegendengruppe im Krankenhaus, im Altenheim, in der ambulanten Pflege, in den unterschiedlichen Settings, dass wir auch eine Chance haben, dass die auch wirklich gehört werden. Und dass natürlich die Pflegefachperson vor Ort auch sagt, okay, da sitzt jemand drin, den habe ich gewählt und der vertritt meine Interessen.
Und dann finden Abstimmungen statt. Das heißt, auch hier muss sich die Pflege das erste Mal einigen. Man muss ein Commitment treffen. Man muss sagen, finden wir jetzt bestimmte Sachen gut? Wollen wir uns dafür einsetzen oder nicht? Und auch diese Auseinandersetzung, diese auch eine Streitkultur für uns Pflegende zu entwickeln, damit wir wirklich mit einer Stimme nachher sprechen können. Das haben wir bis jetzt nicht gehabt. Und da gilt es natürlich auch noch zu üben. Und in 4 Jahren ist wieder Wahl. Mal gucken, wer dann auch gewählt wird. Also ob wir uns bewährt haben, die sozusagen gewählt worden sind. Also ich bin als Vizepräsidentin, weiß ich, bin ich von über 10.000 Menschen in Rheinland-Pfalz quasi gewählt worden. Also habe ich auch eine Verpflichtung. Und ich finde deswegen 80, das ist eine Menge. Und ich finde es gut. Also wir haben zum einen wir haben es ja vorhin über die 81 Mitglieder und über das Committen gesprochen. Wir haben uns darüber auseinandergesetzt. Wir haben ein einheitliches Votum treffen können, dass wir pro Generalistik sind. Und ich persönlich bin auch ein großer Generalistik-Fan, kann ich auch sagen. Weil ich habe im Altenheim gearbeitet und im Krankenhaus. Ja? Und als ich im Altenheim gearbeitet habe, was ich da brauchte aus dem Bereich der Medikamentenversorgung, der Akutversorgung, Wundversorgung, also dieser ganze Krankheitslehre-Bereich, ja, wir haben immer kränkere Menschen kürzer in Altenheim. Und als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, da hatte ich eben genau den 90-jährigen alten Herrn mit Demenz, der um 2 Uhr nachts auf einmal mir da irgendwie aus dem Bett raus wollte und ich als Krankenschwester nicht die Kompetenzen hatte, die man aus der Altenpflege heraus hat. Weißt du, wie viele Projekte es zur Generalistik gibt? Über 18. Wir machen seit über 10 Jahren machen wir Modellprojekte zu dem Thema. Unter anderem im Saarland beispielsweise. Ja? Und komm mal mit, guck's dir an. Also fände ich total spannend, da mal mit den Kollegen zu sprechen. Weil denen natürlich auffällt, also erstmal waren die alten Heime, die Betreiber, hatten Riesenpanik. Ja, weil die gesagt haben, ich sehe unsere Schüler überhaupt nicht mehr, das sind nicht mehr unsere Schüler. Aber diese Schüler haben natürlich eine Freiheit. Das ist ja auch die Frage, ne? Wir wissen, im dritten Layer sind sie kompetenter als im ersten Layer. Ja, genau. Fangen sie an im Krankenhaus, wo enden genau. Sie? Bleiben sie im Krankenhaus oder bleiben sie die im Alten? Enden im letzten Jahr. Bist du immer da eingeteilt, wo du selber deine Spezialisierung machen möchtest. Ach so. Ne? Das heißt also, wir hatten da Kollegen, die haben alle erstmal angefangen, waren im Krankenhaus, im Altenheim und der Ambulantpflege erstmal eingesetzt. Und ja? Von vornherein, wo sie sich spezialisieren möchten und da wird dann... Nee, die haben erstmal eine Chance, sich alles anzugucken und dann sagen die im dritten Jahr, meine Spezialisierung sehe ich in der stationären Altenhilfe oder auf Chirurgie. Ja? Oder eben genau im Demenzprojekt oder so. Und dann lernen die als Generalist, lernst du dich zu spezialisieren, erst dann bist du gut. Aber die haben natürlich alle mal gesehen, wie Krankenhaus tickt. Und das ist ein Riesenvorteil. Und die sind selbstbewusst. Das sind total gute Kollegen. Der Vorteil ist ja auch, wir werden eine Gemeinschaft. Ne? Krankenpflege, Altenpflege und etc. werden eine Gemeinschaft. Was die Pflege kann man ja auch sein. Ne? Das ist ja dafür. Was habe ich das gehasst? Die Vorurteile zwischen Krankenschwester und Altenpfleger. Versus, ne? Genau. Ich glaube auch, und das merkst du ja auch, und das möchte ich gerne natürlich den Kollegen vor Ort auch sagen, dass sich einsetzen, dass sich informieren, ja, das macht zum einen Spaß und es macht uns auch selbstbewusst und dann werden wir auch gehört. Ja, und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir lernen politisch, dass wir uns politisch Gehör verschaffen müssen. Das müssen wir tun, indem wir uns natürlich auch irgendwo mal einsetzen und Flagge zeigen.